Willkommen zu eurem Lieblings-Yu-Gi-Oh! News-Format TCG aktuell. Hier blicken wir auf die vergangene Woche zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Und schauen uns dort die aktuellsten Neuigkeiten gemeinsam an. Im Anschluss daran springen wir natürlich auf Card Market, machen den Market Watch und schauen uns dort an, was dort aktuell so abgeht. Das ist alles teuer, ist das eigentlich? Einige Sachen sind günstig, aber vieles ist teuer. Das tut weh im Portemonnaie. Ey, könnte ein Song sein. Der tut weh im Portemonnaie! Ein Grünemeier-Song. Der tut weh im Portemonnaie! Alter, keine Ahnung, was mit mir los ist. Liegt vielleicht daran, dass es relativ spät ist und ich übermüdet bin und zu viel Zuckerintros habe. Lass uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Wir starten die News mit Battles of Legend Terminal Revenge. Dieses Set wurde für den 20.06. angekündigt. Wir dürfen uns sehr darauf freuen, denn dort wird es neben jeder Menge Ultra, Secret und Quarter Century Secret Rares auch Support für alte beliebte Deckthemen geben, und zwar Ice Barrier, Gen-X, Infernoid, Ritual Beast, Sky Striker und jede Menge weitere Karten bzw. Deckthemen, die in Phantom Nightmare oder Legacy of Destruction erschienen sind, bekommen dort ihre OCG-Imports. Was auf jeden Fall mega nice ist, denn wir können uns auf jede Menge interessante Karten freuen. Hier sehen wir die bereits confirmten Karten. Vor allen Dingen wird es sehr, sehr viele Jubel-Spieler freuen, dass dort das neue Fusionsmonster drin enthalten ist. Das heißt, ab dem 20. Juni dürfen wir jede Menge unserer Lieblingsdecks mit dem ganzen neuen Support spielen. Dann sprechen wir natürlich über Battles of Legend Chapter 1. Vergangene Woche erschienen, spaltet die Community, gutes Set, schlechtes Set. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass dort jede Menge brauchbare Reprints sind und natürlich der ein oder andere schicke Würfel, auf den es die Spiele abgesehen haben. Vor allen Dingen scheint der Black Luster Soldier Würfel sehr, sehr beliebt zu sein, vor allen Dingen, weil er in einer Box erschienen ist, die es nur in ausgewählten Läden gibt. Wer das Opening unter der Woche verpasst hat, dem verlinke ich es hier oben nochmal, könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Dann haben natürlich die Kollegen von Yu-Gi-Oh! Card EU zeitgleich eine kleine Giveaway-Aktion gestartet, an dieser könnt ihr sehr gerne teilnehmen, und auch mein Sponsor Fantasy Freak hat eine kleine Verlosung gestartet, also einfach mal auf den Instagram-Kanal springen und das Gewinnspiel auschecken. Als nächstes sprechen wir über Legacy of Destruction, denn dieses Set erscheint bei uns in Deutschland am 25. April. Die Premiere-Events wurden bereits angekündigt, und zwar finden diese am Wochenende des 20. bzw. 21. April statt. Ich bin mega gespannt, welche der Karten es aufs Field Center schafft und welche der Karten eine Promokarte wird. Dann sprechen wir über die eben von mir genannte neue Jubel-Fusionskarte Phantom of Jubel. Und neben dieser Karte wird es noch Support fürs Erzunterwäldler-Deck-Thema geben. So sieht's aus. Konami liefert auf jeden Fall jede Menge Support für Fan-Favorite-Deck-Themen. Dann wird es noch eine weitere neue Ancient Gear-Karte geben. Aktuell ist es nur eine V-Jump-Promo. Wann diese Karte es ins TCG schafft, ist aktuell noch nicht bekannt. Dann sprechen wir über ein neues Deck, beziehungsweise Starter-Structure-Deck, welches im OCG am 8. Juni erscheint, und zwar Tactical Tri-Deck. Dieses Deck, beziehungsweise dieses Set, wird drei wohl bereits spielbare Deckthemen enthalten. Und zwar wird es ein Deck, welches sich um den Cyberdrachen dreht, geben, dann einmal die Evil Twins und Eldritch, der Goldene Lord. Drei Decks wird es geben, aus denen wir wählen können, die, wie es aussieht, tatsächlich schon ready to play sein sollen. Ich bin mega gespannt, ob das Ganze auch tatsächlich der Fall sein wird. Diese drei Decks werden zumindest im OCG am 8. Juni released. Ich vermute mal, wenn diese Decks ins TCG kommen, dass sie gegen Ende des Jahres bei uns erscheinen werden. Als nächstes sprechen wir über ein alternatives Artwork von Raigeki. Hier seht ihr es. Wann es dieses ins TCG schafft, ist aktuell nicht bekannt. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das ursprüngliche, originale Artwork immer noch besser finde. Als nächstes sprechen wir über das Undisputed UDS Championship Tournament. Ein Turnier, welches am vergangenen Wochenende zelebriert wurde. Der Gewinner konnte sich diesen wunderschönen Ring und diesen extrem fetten Gürtel sichern.
Und wen wundert's? Der gute Jesse Cotton hat nicht nur im TCG, sondern auch beim Master Duel ganz vorne das Feld angeführt und konnte sich sowohl im Master Duel als auch im TCG gegen alle anderen extrem guten Spieler durchsetzen. An diesem Wochenende findet bzw. fand das Dueling Festival statt in Mainz in der Pyramide, konnten vor allen Dingen jede Menge neue Yu-Gi-Oh! Spieler und die, die es noch werden wollen, dran teilnehmen. Auf jeden Fall war es ein extrem nices Event, unsere Lieblings-Content-Creator waren dort auch vor Ort und ihr habt so einen extrem guten Einblick in das Yu-Gi-Oh! TCG bekommen können. Neben ganz vielen Turnieren, die man spielen konnte, konnte man natürlich auch in dem Main Event für diese Oversized Card vom blauäugigen weißen Drachen spielen. An diesem Wochenende fand ebenfalls die Master Duel Second Anniversary Invitational hier in Europa statt. Die besten der besten europäischen Spieler wurden aufeinander gehetzt und konnten sich beweisen und zeigen, wer der beste Master Duel Spieler aus Europa ist. Kommentiert wurde das Ganze von Fafa und Joshua Schmidt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Event, welches ihr ebenfalls im Livestream verfolgen konntet. Im Finale traf dann Team UK auf Team Germany und durchsetzen konnte sich in einem fulminanten Finale das Team UK mit Jessica Robbins und Rev Cards. GG an dieser Stelle, aber auch ganz großer Shoutout geht auf jeden Fall an das Team Germany, welches mit Lampi und Emre auf jeden Fall Runde für Runde unter Beweis gestellt hat, wie gut die deutschen Spieler in Yu-Gi-Oh! Sind. Als nächstes sprechen wir über die Europameisterschaft, denn diese wurde angekündigt am 26. bis zum 28. Juli findet diese statt und zwar in meiner Heimatstadt Berlin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wer daran teilnehmen möchte, muss auf jeden Fall einen Invite für eine Europameisterschaft besitzen. Ein Invite bekommt ihr, indem ihr in den folgenden Events eine Top-Platzierung erreicht. Und zwar OTS Championship, Regional, German Open oder die Deutsche Meisterschaft. Diese wurde bisher noch nicht angekündigt. Ich vermute mal, dass sie Mitte Juni stattfinden wird. Dann springen wir einmal ins OCG und schauen uns dort den Metagame Breakdown an. Ja, Fire King führt weiterhin die Meta an, dicht gefolgt von Voiceless Voice und Snake Eye. Dann sehen wir hier auch noch ein neues Deckthema, welches in Legacy of Destruction erscheint, und zwar Tenpai Dragon, dicht gefolgt von Fluanderese, Branded, Centurion, Melodius und 33,% andere Decks haben sich auf die Top-Tables im OCG verirrt. Als nächstes sprechen wir über die Card Game Artworks, denn im OCG erscheint ein Buch, welches die ganzen Artworks und die Geschichte hinter den Artworks unserer Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Karten so ein bisschen erläutert, was auf jeden Fall sehr geil ist. Jede Menge beliebte Deckthemen sind dort zu finden. Ich hoffe, dass dieses Buch es auch irgendwann mal ins TCG schafft. Falls nicht, werde ich es mir aus dem OCG importieren müssen. Und zu guter Letzt machen wir ein bisschen Werbung für die Kollegen von Fantasy Freak, denn dort gibt es an diesem Wochenende, diesen Sonntag, 21 Uhr, den fetten Restock. Und bei diesem Restock gibt es nicht nur jede Menge beliebte Produkte, die es wieder auf der Website zu finden geben wird, sondern auch eine neue Saya Jin Collection. Diese sieht extrem nice aus. Checkt das Ganze aus. Den Link in den Shop findet ihr unten in der Beschreibung. Und mit dem Rabattcode DTV5 spart ihr natürlich 5% auf euren gesamten Einkauf. So, ganz kurz mal innehalten. Tief Luft holen, macht euch bereit, denn wir springen direkt rein in den Market Watch. Wir starten den Market Watch mit Battles of Legend Chapter 1. Eine Box kostet euch 8,59 € plus natürlich den Versand nicht vergessen. Ein Würfel und zwei Booster sind drin plus eine Promokarte. Wer sich ein kleines Display gönnen möchte, ja, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Allerdings bekommt ihr natürlich auch mehr dafür. 67,90 € an dieser Stelle. Dann sehen wir hier als kleines Beispiel einen der Würfel, den ihr aus diesem Pack erhalten könnt. Und zwar ist das der Cyberdrache-Würfel. Ja, tatsächlich um einen Euro müsst ihr auf jeden Fall für diesen Würfel hinlegen. Wer allerdings den Würfel mit dem schwarz glänzenden Soldat haben möchte, der muss auf jeden Fall etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die rote Box, in der ihr diesen Würfel ziehen könnt, gibt es nur in ausgewählten Läden. Als nächstes machen wir weiter mit ein paar Karten aus Battles of Legend Chapter 1, und zwar Nummer 39, Utopia in der Astralschrift. Ein sehr, sehr geiler Preis, 19 € an dieser Stelle, die Ultra Rare mit der goldenen Ultra Rare Schrift. Nummer 90, Galaxieaugen Photonenherr, ist die Karte, die tatsächlich neben Utopia mit die teuerste Karte ist, die ihr aus diesem Set ziehen könnt. 12,55 € an dieser Stelle.
Wir machen weiter mit Jubel, einer Karte, die shortprinted ist in Battles of Legend Chapter 1. Geht aktuell für 8 Euro über den Ladentisch. Danke für den Reprint, Konami. Der Shortprint hätte nicht sein müssen. Auch Terror-Inkarnation geht tatsächlich für stabile 1,99, 2,20 Euro über den Ladentisch. Und dann haben wir noch den ultimativen Albtraum aktuell für 4 Euro, 4 Euro, 4,20 Euro. Alles drei Karten, die ihr definitiv benötigen werdet, falls ihr Jubel in Zukunft spielen wollt. Geist von Jubel, wenn wir schon mal drüber sprechen, im Preis S. Eskaliert, ne? Super Rare für 1,89 Euro die Kopie. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Genauso sieht's auch mit der Ultra Rare von Jubel, der liebende Beschützer für alle Zeit aus. Ja, die Karte weiterhin am Steigen. Das erste Playset, wenn wir hier etwas weiter runter scrollen, bei knapp 25 Euro die Kopie. Extrem heftiger Preis. Shoutouts gehen auf jeden Fall an die Kollegen raus, die die Karte noch für 4 bis 5 Euro gekauft haben. Dann Finsteres, lockendes Ungeheuer, eine Karte, die man ebenfalls im Jubel-Deck spielt, steigt und steigt und hört nicht auf zu steigen. Die Ultra-Rare aus der 2021er Tin of Ancient Battles wird immer teurer, 3 Euro. Aktuell, wer ein Playset haben möchte, 3,95 Euro für eine Ultra-Rare, die ihr wahrscheinlich damals aus der Tin in euren Bulk-Ordner geworfen habt. Jetzt könnt ihr sie wieder rausholen und für gutes Geld verkaufen. Geschwindigkeitsdruid Terrorkreisel, eine Karte, die auf der letzten Banlist zurückkam, die Super Rare, hält sich sehr stabil im Preis, ist sogar ein Hauch gestiegen. Wir sind hier bei 4,99, 6,49. Ich habe meine Kopien tatsächlich noch für unter 2 Euro gekauft. Wenn die Karte auf der nächsten Banlist zurück auf 3 kommt, könnte es nochmal einen leichten Preisanstieg geben. Eine Karte, die man aktuell vorwiegend in PK oder natürlich in Goblin Balkan spielt. Aber auch der Kollege, den man sich mit dem Terrorkreisel sucht, der Attacker Tomborg. Die Super Rare hält sich sehr stabil im Preis. Es gibt Common Prints für wenige Cents. Allerdings, wer das Ganze in einer höheren Rarität spielen möchte, muss 2,79 Euro die Kopie bezahlen. Der dreiköpfige Drache, eine Karte, die im Preis eskaliert ist, muss man einfach mal sagen. Wir haben hier tatsächlich gesehen, dass die Karte für unter 10 Euro zu haben war. Mittlerweile die erste Excellent-Kopie bei 20 Euro. Warum steigt der Kollege? Der kann unter anderem in Tenpai Dragon gespielt werden, dem Deckthema, welches im OCG jetzt für Furore sorgt und im TCG Mitte April in Legacy of Destruction erscheint. Die Secret Rare aus der Legendary Collection 5Ds Mega Pack hat nur noch 69 verfügbare Artikel auf Card Market und genauso sieht der Preis auch aktuell aus. Wir sind hier bei knapp 30 Euro pro Kopie und wer so richtig Bling Bling spielen möchte, der gönnt sich die Ultimate Rare aus Raging Battle. Ja, eine Near Mint Kopie kostet euch hier an dieser Stelle 70 Euro. Wer die Karte eventuell irgendwo rumliegen hat, ich vermute mal, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, die Karte zu verkaufen. Psy-Höhlenpanzer Delta, eine Karte, die am vergangenen Wochenende der gute Jesse Cotton im Side Deck gespielt hat, ist im Preis gefallen. War stabil bei um die 10 Euro. Ich glaube, das hat der eine oder andere Spieler mitbekommen. Und genau aus dem Grund wurden sehr, sehr viele Kopien nachgelistet. Dementsprechend fällt die Karte gerade im Preis. 8,99 Euro an dieser Stelle. Garura Flügel des nachklingenden Lebens. Immer noch eine gute Karte, wenn man ein fusionsbasiertes Deck spielt. Und vor allen Dingen, wenn man Super Poly im Main Deck spielt. Aktuell sind wir hier bei 10,99 Euro für die Prismatic Secret Rare aus der 25th Anniversary 10 Dueling Heroes. Aber auch die Ultra Rare aus Power of the Elements ist im Preis gestiegen. 10,99 Euro an dieser Stelle. Göttlicher Tempel des Schlangenauges. Eine Karte, die sich stabil hält, aber auch ein Hauch wieder steigt. Wir sind hier bei 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro. Auf jeden Fall noch ein sehr, sehr bezahlbarer Preis. Die Prometische Prinzessin, Verteilerin der Flammen, droppt weiter. Wir sind hier bei 20 Euro. Dann wiederum die nächsten Kopien bei 21,34. Und auch Schlangenauge Pappel ist weiterhin am Fallen. 19,99, 20,50 Euro, falls ihr ein Playset dieser Karte haben wollt. Großalamander Wutphönix, allerdings ganz im Gegenteil, der steigt, der Kollege. Denn die Ultra Rare aus Soul Burning Volcano, einem Set, was nicht so oft aufgemacht wurde, weil die Karten aus diesem Set sehr deckspezifisch waren. Bis auf, wie es aussieht, der große Salamander Wutphönix. Denn diese Karte kann wunderbar im Feuerdeck eurer Wahl gespielt werden. Unter anderem natürlich in Fire King Snake Eye. Aktuell bei 33 Euro die Kopie. Auslöschungsinformant. Eine Karte, die man im aktuellen Format auf jeden Fall gut und gerne im Main Deck spielen kann. Die Prismatic Secret Rare aus der 2022er Tin of Pharaoh Gods. Aktuell bei 13,90 Euro. Die Ultra Rare aus der 2021er Tin steigt aktuell auch im Preis. Ist bei 12,50 Euro. Falls ihr ein Playset haben wollt, müsst ihr ebenfalls 13 Euro die Kopie hinlegen. Dark, der finstere Zauberer in Düster, eine Karte, die sich stabil bei 50 Cent hält, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Damals gab es über 3000 Kopien tatsächlich auf Card Market, mittlerweile nur noch 1000, aber der Preis ist nicht wirklich signifikant gestiegen. Klar, es gab mittlerweile einen Reprint, dennoch hätte ich erwartet, dass diese Karte zumindest ihre, ich sag mal, 3 bis 5 Euro erreicht.
Wir machen weiter mit Albion, der Heilig-Feuerdrache. Diese Karte steigt, denn Branded Despair ist aktuell eine sehr, sehr gute Meta-Anti-Meta-Strategie, denn dieses Deckthema hat ein sehr gutes Matchup gegen die ganzen Fire King Snake Eye Spieler. Aktuell, das ist ein Schnapper hier, 10 Euro, aber ansonsten müssten da 12,49, 12,99, 13 Euro oder 13,50 die Kopie bezahlen. Und eine Karte, die weiterhin im Preis steigt, ist die Leitende Quem, die Tugendhafte. Der ein oder andere Kollege hat die Karte zu einem günstigen Preis nachgelistet, um sie noch loszuwerden, bevor es dann Reprints Ende des Jahres in der TIN 2024 geben wird. Obwohl die TIN offiziell noch nicht angekündigt wurde, aber das wird spätestens im Sommer passieren. Und dort wird die Karte dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit enthalten sein. Aktuell müsst ihr allerdings, falls ihr diese Karte spielen wollt, knapp 40 Euro auf den Tisch legen. Und damit beenden wir auch den Market Watch. News, Daten, Fakten und jede Menge mehr. All das gibt es jede Woche sonntags um 18.30 Uhr für euch. Ey, richtig, richtig wild, sage ich euch. War mal wieder eine wilde Woche. Ich hoffe auf eine weitere wilde Woche zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Und ich wünsche euch auch eine extrem wilde Woche. Macht das Beste draus, lasst es krachen, seid mal so richtig wild. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, das ist wie wenn so alte Menschen sagen, ey, das sieht flippig aus. Richtig flippige Frisur hast du. Seid mal wild. Hier, wild mit Y. Das macht man doch jetzt so. Wild mit Y. Keine Ahnung, warum man wild mit Y. Ich weiß, das hat irgendwer, das ist bestimmt irgendein TikTok-Trend. Keine Ahnung. Also seid mal wild mit Y. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder und dann könnt ihr mir berichten, wie wild es für euch gewesen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.